Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Wir sind gerade hier angekommen mit meiner Frau bei unserem kleinen Restaurant. Und wie man sieht, ist einiges los. Es ist schon nachmittags und heute haben wir nur den Pet und den Kang da gelassen. Meine Frau musste Kebab machen, die hat viele Vorbestellungen. Aber es ist alles gut gelaufen, die hat jetzt noch ein paar Kebab hier und die sind auch gleich weg, so wie es aussieht. Und die Pet hat heute eine Suppe gemacht, die wollte ich zeigen, ist aber schon alle, also die konnte alles gut verkaufen. Ja, also was will man da mehr? Das sieht wirklich sehr gut aus, hätte ich nicht gedacht. Gut, mit der Suppe, die hat auch nur wenig gemacht. Einfach mal so zur Probe, aber es hat sich sehr gut verkauft. Ich kenne die Suppe, die hat da so ein Gemüse, irgendwie ein bisschen säuerlich. Sehr gut. Und ich habe gedacht, da kann ich heute noch eine Suppe essen. Ist aber nicht so. Das ist der Rest, der geblieben ist. Das ist jetzt, ja, so sieht die Suppe nicht aus. Das war jetzt das letzte aus dem Topf. Ja, und jetzt gehen auch die Kebab noch weg. So wie es aussieht, die werden jetzt nochmal verpackt. Ja, Leute, man kommt ja da kaum nach. Also ist okay, gefällt mir, läuft. Mal kurz hier. Also das ist das Nachbargrundstück. Und man sieht ja, die Mauer da gehört schon zum Bad. Hier weiden noch die Kühe. Also auch sehr schön gelegen, muss man sagen. Und da ist dann schon hinten der, ja, irgend so eine Stallung von unserer Vermieterin. Und das Haus ist ja gleich hier auf der linken Seite, nicht? Habe ich schon gezeigt. Ja. Also, da wohnt sie. Reisspeicher, Kuhstall da hinten, vorne das Haus. Und hier weiter vorne auf der rechten Seite die Schule. Auf der linken Seite so eine Art Krankenhaus, sage ich jetzt mal. Also Arztpraxis, größere Arztpraxis, auch mit Zahnarzt und Erster Hilfe und allem drum und dran. Ja. Ist immer was los und immer laut. So Leute, das sind nochmal die Vorbestellungen von der Pet, die werden dann später abgeholt. Ja, die Kebab, da sind noch ein paar übrig. Ja, alles ganz schnell weg. So Leute, jetzt macht meine Frau für mich so einen Lam Yai. Nam Lam Yai, also Lam Yai ist ja die Frucht. Man sieht, da wird erstmal der Becher voll mit diesem Eis gefüllt. Oh, das ist auch was weg, das ist da geblieben. Wahnsinn. Und dann immer so ein paar Früchte drauf. Und dann den Tee oben drauf. Der ist ziemlich süß, aber mit Eis gemischt hat er dann eigentlich, ist der wunderbar. Also mich mag das Getränk einfach besser als die anderen, die man hier neben sieht. Ist einfach mal was anderes. So. Und genauso wird er für die Kunden auch. Also wenn die bestellen, die Frucht kommt oben drauf.
Ja, und dann kommt jetzt noch, glaube ich, ein Deckel. Ja. So. Also, ein Deckel drauf und dann. So Leute, und so sieht das dann aus. Also, schöne Farbe und schmeckt auch gut. Also, ganz okay. Okay. Und jetzt mal. Ja, machen wir eine kleinere Pause, bis die nächsten Kunden kommen. Ja, wie gesagt, es ist noch viel zu machen hier. Aber der Verkauf läuft schon mal und der Rest kann man dann immer ein bisschen was machen, wenn, wenn man Zeit hat, wenn keine Kundschaft da ist. Nicht. Oh, kommt der Jailet, ihre Freundin, ist ein bisschen schlecht zu Fuß, ja. Okay. Nochmal kurz zu diesem Seitenraum hier, das ist eigentlich gedacht für Parkplatz für, Parkplatz für Motorräder. Also die kann man so hinstellen und dann so rein und raus. Und die stehen im Schatten, ist eigentlich ganz gut. Man kann aber auch die Secondhand-Kleidung hier aushängen zum Verkaufen. Deshalb haben wir das einfach jetzt mal so gelassen. Und hier vorne muss da nochmal irgendwas gemacht werden. Also der Schirm muss weg und da muss so ein Vordach irgendwas. Auch wegen dem Regen, nicht nur wegen Schatten, ja. Okay. Und ansonsten, ja, ist nicht mehr viel da. Ist fast alles verkauft. Gut, die machen jetzt auch nicht viel von jedem. Einfach mal zu sehen, wie das läuft und ob man überhaupt verkaufen kann. Nicht? Oje, oje. Das ist der Mann, ja, der ist bekannt hier im Dorf. Ja, der ist ein bisschen, na, wie soll ich sagen? Aber er, ja, er macht es nicht Böses. Also die Leute kennen ihn und ist eigentlich ganz okay soweit. Er ist ein bisschen psychisch krank. Ne? Manchmal steht er auch mitten auf der Straße und hält Autos auf und so. Und wenn das abends ist, da kriegt man schon, manchmal erschreckt man sich auch. Aber inzwischen, die Leute hier kennen ihn alle. Okay. Ja Leute, also die Clip ab. Wir sind keine halbe Stunde da und wir sind praktisch schon fast alle weg. Wir werden jetzt, so ist es ausgemacht, die ganze Produktion auch von den Clip-Up hierher verlegen. Das hat zweierlei Vorteile für mich. Erstens mal habe ich dann wieder Platz in meiner Küche, denn da ist manchmal schon alles, was man da zur Clip-Up-Herstellung braucht, liegt da irgendwo herum. Das heißt, liegt, man braucht es ja, aber ist halt wenig Platz. Und wenn das da mal weg ist, habe ich meine Küche wieder für mich. Und hier ist ja ganz praktisch, wenn mal wenig los ist, kann man halt Clip abmachen und die Vorbestellungen und so weiter, auch das Vorbereiten für die Original-Clip ab, die Kartoffeln und so. Ja. So Leute, jetzt probieren wir mal unseren Lam Yai. Nam Lam Yai. Nam Yam Yai. Also sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Probiert die mal. Eigentlich in ganz Thailand zu kaufen. Mal was anderes als die üblichen Getränke. Ja, also man sieht, ist fast alles weg hier. Das sind noch Vorbestellungen, ein paar Clip-Up. Aber die Clip-Up, wie gesagt, keine Ahnung. Gut, wird auch nicht so viel gemacht. Hat aber auch noch Vorbestellungen, das heißt, heute werden noch welche gemacht später. Unsere Mimi Linse, die will hierher kommen, geht aber nicht. Okay Leute, also das war's wieder mal für heute mit einem ganz kurzen Video, weil so viel hat sich auch wieder nicht getan hier. Und ja,
Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss. Ah, so schön. Da oben.